Also ich bin's wieder, Puyo Sio 80 und es geht weiter mit, ja, Super Star Wars Empire Strikes Back. Und ich muss wieder in die Steuerung kommen. Steuerung, ja, yeah, Steuerung. Ihr wisst, was ich meine, Steuerung. Okay, und das ist für eigentlich nichts weiter als Horse 2.0. Schaut doch mal, hier sind doch dieselben Viecher wie auf dem blöden Planeten Horse. Jo, ich kann schweben, juhu! Und das war ein roter... Hey, da war was! Da muss ich hin! Oh, super, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal und da ist irgendwie so ein blödes Gorilla-Viech. Ich mag Gorillas, aber das Viech mag ich nicht. Sag mal, würdest du denn mal tot gehen? Das ist ja ein Gegner, das ist ja fast ein Bossgegner. Ja, wieso heißt es eigentlich Halsschwert, wenn man es so übersetzt? Es heilt doch gar nicht. Und jetzt kommen diese roten Piranhas. Das ist ein Cousin von Horst. Die haben gesagt, dass ich scheiße bin und greife mich deswegen an. Ihr wisst doch, so diese ganze Familie gedöns und so. Und da ist wieder böser Sonic. Das schreit doch hier nach. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, super. Und wie nutze ich jetzt die Macht? Ich habe die doch einmal genutzt. Ja. Tja, was nutzt mir das, wenn ich das blöde nicht weiß, wie ich es benutzen kann? Ich meine, das... ist ja nicht umsonst da. Und da ist irgendwie so ein blauer Rotz. Ich nenne mich ein Barnacle aus Half-Life und Half-Life 2. Ja, ich will da nicht lang, weil das Fisch spuckt Säure. Wow, zwar ein harter Gegner, aber... Och, nein. Oh, nö, nicht schon wieder. Das soll wahrscheinlich das Gegenstück zu den Wampa aus Horst sein. Nanu? Ja, bleib du da unten, du Viech. Mal ganz ehrlich, da haben sie einfach den Körper eines Gorillas genommen und dann halt... Ah! Ja, ach so, das ist die Höhle von den eher an den Körper eines Gorillas mit so einem Dinosaurier. Wie heißt der Trick? Diesen Dreihorn. Da haben sie einfach als Kopf benutzt. Sehr einfallsreich, muss ich sagen. Oh Mann, ich bin gleich tot von irgend so einem komischen Pseudo-Affen. Ja. Wie benutze ich das? Ja, Force. Danke. Danke, wie nützt... Also die Höhle kann ich meiden, da gibt es gar nichts. Nur wie... Oh Mann, das ist wirklich Host 2.0. Stelle ich sie da irgendwelche blöden Viecher, die mir an den Kragen wollen, obwohl ich mit denen gar nichts zu tun habe. Vor allem, was habe ich denn getan? Gar nichts. Ich bin ein unschuldiger Jedi. Ja, okay. Yes. Okay, unschuldig vielleicht auch nicht mehr, aber... Hä? Anti-Motion? Wenn ich doch noch mal gucken könnte. Aber ich habe ja keine Sekunde Ruhe. Anscheinend habe ich da wieder was eingesammelt, aber was? Ich kann nicht gucken, weil ich keine Sekunde Ruhe habe. Denn um das anzugucken, brauche ich Ruhe und das ist schon wieder so ein Katzenviech. Hä? Mind Control. Ja toll, wie
Welchen Knopf muss ich drücken, um das zu nutzen, Leute? Wo, so schwer kann das eigentlich nicht sein? Ah, 5. Ich hab's schon öfters erwähnt und ich hole mich in den Punkt gerne. Zu viele Knöpfe sind auch nicht das Wahre. So, jetzt gehen wir zu Yoda. Kann es eigentlich übrigens sein, dass YouTube wieder einen Bug hat? Als ich nämlich mal Videos angucken wollte, da war das Bildschirm schwarz. Da muss ich mal rumoperieren, beziehungsweise mal auf andere Videos gehen und dann zurück und dann, hi Yoda, ich springe auf dich, okay? Bevor das so läuft und sowas. Und das ist nervig. Ich habe nichts dagegen, wenn alles wieder aktualisiert wird, das muss ja sein, aber immer solche Bugs. You wish to become a Jedi. I have trained a Jedi for 800 years. To become a Jedi takes the deepest commitment. And the most serious one. A Jedi is trans, flow from the force, free is it you must. Life critics and make it strong. It's being in the drones or unbranded. You must feel the force around you. Every do or do not. There's no try. Der berühmte Satz von Yoda. Der ist doch cool, der Typ! Ich gebe mal ganz offen zu, ich mag Yoda, weil er ist echt ein geiler Typ, finde ich. Auf seine Art und Weise. Und viele finden ja auch die Kampfszene, wo Yoda gegen Dooku kämpft. Ja, Dooku. So eigentlich peinlich, weil er so rumhüpft wie ein Flummi. Ich finde es cool. Vor allem, was soll er machen? Was soll Yoda gegen einen machen, der ja gut 5-mal größer ist als er und wahrscheinlich auch 5-mal so viel wiegt wie er? Was soll er da machen? Ist ja wohl klar, dass er das mit Geschwindigkeit ausgleichen muss. Ach, je. Ich muss mal überlegen, wo ich mir die ganzen Sachen sammeln kann. Diese Force-Emblems oder Force-Orbs. Die müssen doch hier irgendwo sein. Oh. Ach nein! Hä? Ich bin schon beim Endgegner? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch noch nicht alles. Oh, weia. Naja, wenn ich tot gehe, was ich bestimmt tue, werde ich eh da wieder hinkommen. Ja, ich laufe so, dann wirkt mein Schwert wie eine Guillotine. Was sind das denn für komische Quallen? Ja, es geht zum Endgegner. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht, worauf Luke läuft. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Aber wenn ich mal sehe, sieht die Form ein bisschen pervers aus, findet ihr nicht? Sidescrolling. Wer liebt das nicht? Und da ist wieder mein Fanclub, die nicht meine Fans sind. Weil die mich gerne tot sehen wollen. Warum auch immer, bitteschön. Ich wollte sagen, nämlich, das Imperium mich tot sehen würde. Fällt mir ein, erstens, das Imperium will mich tot sehen. Zweitens, es sind Tiere, die dich tot sehen wollen. Oh nein, der grüne Penis hat da auch wieder seinen Scheißauftritt. Kann jemand mir mal erklären, warum zur Hölle ich gegen so ein Viech kämpfen muss? Ich kenne die Star Wars Filme und das Viech kam nicht vor. Und es spuckt irgendwelche Raupen. Na, Yoda ist ja cool. Ich meine, au! Das ist, aua, das sind Zähne. Beißwerk, ätzend. Boah, da nehme ich doch Schaden. Warum Yoda auf die Idee, simple, tolle Idee kommt, ich muss gegen das Viech hier kämpfen. Hallo? Ich bin Jedi in der Ausbildung, Azubi-Jedi. Okay, früher, okay, was heißt hier früher?
Früher Padawan genannt. Eigentlich kam das mit Padawan erst in den ja, Vorgeschichte raus, aber sonst hat es ja keine Erwähnung von diesem. Also, für welche, die es nicht verstanden haben, wovon ich rede, das Fischbuckrö. Es gab ja eigentlich den Ausdruck Padawan erst ja in der Vorgeschichte. Aber in den Classics, die ja eigentlich tatsächlich ja vor der Vorgeschichte gezeigt worden sind, kommt das Wort Padawan gar nicht. Immer so sagen darf. Ja, jetzt habe ich das mit dir drauf. Ja, da muss man immer so machen. Was ist das eigentlich? Ist das so eine Schildkröte? Ich habe so ein Gefühl für eine Schildkröte. Aber erstmal, kann man Luke eigentlich als Padawan bezeichnen? Ich meine, er hat ja nicht diesen komischen Zopf und all das so. Okay, andere Zeiten, da muss man halt flexibel sein. Oh, ich habe ihm die Nase abgehauen, aber trotzdem, Leute. Oh, nee, hör auf zu beißen. Hör auf zu beißen, du Viech. Ich bin mal ehrlich, ich bin irgendwie nicht zufrieden, weil ich ja nicht richtig. Luke? Kein Bart nehmen? Was mich aber freut, dass der grüne Penis nicht mehr da ist. Ach, herrje. Aha, ich musste erstmal seine Panzerung knacken. Wenn ich tot gehe, ist kein Problem, Leute. Ich will hier eh noch mal umschauen. Weil ich ja glaube, ich habe nicht da was übersehen. Jupp. No problems. Okay. Ach so. Hä? Ach, ich habe das blöde Viech nicht erkannt. Super. Ja, toll. Alles Mögliche sammle ich ein. Moment mal. Ach so, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, Leute. Aha, da muss ich ja noch zwei oder drei finden. Hier war immer am Ende gewesen. Fragt mich nicht wieso. Hä? Katze, hör auf zu nerven. Ja, ich erinnere mich. Ka ja, jetzt komme ich auf Katze. Hier war immer zum Schluss gewesen. Warum? Keine Ahnung. Ach komm, schon wieder hier Viecher. Wieder zurück. Oh Mann. Oh nein! Zitteraal! Ups. Apropos Zitteraal, da merke ich gerade, ich habe eigentlich kein Leben mehr. Das ist wirklich Host 2. Ernsthaft? Nur, dass da halt noch mehr Viecher da kommen, dazugekommen sind. Aber schaut doch mal. Überall dieselben Viecher, die mir schon auf Hosse zum Kotzen gebracht haben. Ja, Leute, ich bin nun mal kein Fan davon. Man hat auch keine Ruhe. Aber pro. Ich will Safe Stats setzen. Aus einfachem Grund, damit ich nicht wieder immer wieder das eine Teil einsammeln muss. Nimmt Fritz überhaupt auf? Oh nein, nicht schon wieder. Hört auf zu nerven. Ja, würdest du mal schweben?
Komm schon, Leute, hier muss doch noch irgendwie so ein Teil sein, das weiß ich doch. Ist das jetzt wirklich auf easy, was ich gemacht habe? Sag bloß, ich muss da irgendwie im Wasser, war da nicht irgendwas? Wie soll ich da auch im Wasser sein? Ich kann mich da kaum wehren. Ach Mann, ätzend. Jetzt bin ich hier und suche noch die letzten Teile von der Macht. Ja, was soll man sagen? Aber wie findet ihr eigentlich die Star Wars Filme? Also Classic finde ich toll. Okay, die haben da so ein paar Fehler. Oh oh. Ich kann mich auch nicht mehr heilen, merke ich. Alles verbraucht. Warum spuckt er seine komischen Kugeln hinter mir her? Toll. Sag mal, das Ding verfolgt mich! Ach. Und das alles nur, weil ich verzweifelt versuche, die letzten Teile zu... Slowdown... Achso, ich hab's doch gesammelt. Ich habe da irgendwas wieder eingesammelt, merke ich. Hä? Oh, jetzt habe ich alle. Das ist gut. Gut, ich kann mich jetzt auf den Weg machen, Leute. Ich kann diese... was war das? Diese komische Schildkrötenkrabbe platt machen. Was ist das eigentlich? Oh Gott, Leute, das sieht... Das sieht pervers... immer diese blöden Knöpfe. Man hat hier auch wirklich keine Ruhe, Leute. Echt nicht. Ah, ich verdrück mich immer wieder. Und diese komischen Quallen. Oh, warte. Ich komme nicht mal richtig weiter zum Erzählen. Ja. Also die Klassiker ist toll. Die neueren, das sind eigentlich gute Kinofilme, die man sich auch angucken kann. Wirklich? Allerdings kommt es mit der Klassik nicht so gut, weil, mal ganz ehrlich, diese Dialoge sind sowas von peinlich. Ich sag jetzt nur, oh, du bist so wunderschön. Das liegt daran, dass ich liebe. Aber weil ich dich so sehr liebe, sowas ähnliches. Auf jeden Fall hohes Geschwärfel. Sorry. Anakin kommt mir da echt wie ein verwöhnter Bengel rüber. Obwohl er als Neunjähriger was auf dem was im Kopf hatte. So sagen. Und darum, ich weiß nicht, sind so manche Sachen, wo ich sage, hä? Zum Beispiel, wo Anakin vom Jedi-Rat steht und gefragt wird, ja, wird er ausgebildet? Nö, er ist zu alt. What the fuck? Er ist 10 Jahre alt. Luke war etwa 23, als er von Yoda ausgebildet wurde. Also gut 14 Jahre älter. Und dann der Spruch und dann so eine ganz anderen Sachen. Vor allem Anakin ist da so... Ja, so... Wie soll man sagen? Ein Gary Stu? Weil er so alles kann und so. Ich meine, er hat C-3PO gebaut. Ich glaube, das habe ich schon in einer LP erwähnt. C-3PO! Wo ist er? Musste das sein? Ja, ich versuche ein bisschen zu reden, wenn ich diese komische Schildkrötenkrabbe platt mache. Aber das müssen wir wirklich aus dem Film rausgeschnitten haben. Und ich muss auch sagen, zuerst finde ich, Anakin als Nervensäge empfunden. Aber wenn ich so recht überlege, ist sein Verhalten irgendwie so typisch für einen Neunjährigen, der unbedingt Erwachsene imponieren will.
Und dass er halt sehr gut mit Emporto-Rennen und Fliegen allgemein Talent hat. Okay. Das will ich nicht abstreiten, halt. Liegt wohl in den Skywalkers im Blut. Okay. Anakins Mutter sieht man zwar nicht irgendwie irgendwas mit Podriser machen. Die ist einfach nur da. Moralische Unterstützung, was auch nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, Anakins Verhalten ist ja noch irgendwie normal für ein Kind, finde ich. Nur halt, dass er alles kann. Zum Beispiel C3-Burger, wo ich immer noch darüber nicht hinwegkomme. Und halt, ja, dass er halt tatsächlich, ja, sag mal, Naboo in Alleingang rettet. Jetzt ist das wie random. Das finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Das war ein bisschen, das war übertrieben. Er ist Sklavenjunge, aber ich habe nie den Eindruck, dass er wirklich ein Sklavenjunge war. Zu sorgen. Vielleicht sag ich mal, ja, vielleicht arm so, aber sah auch nicht so danach aus. Und all das. Extra Life, aha. Aber. Ich habe mal Wart gekriegt. Oh Gott, Yoda will es unbedingt wissen, was? Naja, allgemein. Episode 1 ist mehr Sagen als Erzählen von. Naja, also. Show Don't Tell ist da in dem Fall nicht das Thema. Oh, wartet mal. Ja? Hi Maren, ich bin's Jan. Gib mir noch 5 Minuten, dann komme ich, okay? Alles klar. Bis. Ja. Oh. Ja, das war mein Neffe. Oh. Er wollte mir mal gleich mal bei meinem Programm helfen. So sagen. Übrigens, das ist auch auf YouTube. Ja, Jan Frotzet, glaube ich. Ja, ihr wisst, ich hab's so mit dem Namen, leider. Oh, oh. Alter! Ich darf jetzt nicht sterben! Ich will jetzt nicht sterben! Komm. Ja, wie ich darauf komme, mehr sagen als erzählen, ganz einfach. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass die Nabuana oder wie das Volk da so heiß auf Naboo wirklich darunter leiden, weil es hat man halt nie gesehen. Zwar kam da so die Meldung, oh mein Gott, die Naboos leiden Furchtbares und so. Ja, und dann zeig es mal, nicht nur sagen. Vor allem wurde es ja unterstrichen, ah, Enkich, habe ich dich hier plattgelegt, du Viech. Wird auch die Tatsache unterstrichen, dass Animale jedes Mal, wenn sie durch die Tür geht, ein anderes Kostüm anhatte. Und nicht so ein Kostüm, was man sich schnell überziehen kann. So, Han, I soak you here, Mrs. Lando. I was a long time ago. I'm sure he is forgotten by now. Ich glaube nicht. Was versteht ihr? Erst nicht irgendwelche Kostüme, die man mal schnell überanziehen kann. Nein, das sind sehr Kostüme, wo man wirklich stundenlang in der Maskerade hängen muss. Darum, es kommt nicht glaubwürdig rüber. Aber das war's jetzt von mir. Ich bin Pario80 und wir Let's Playen The Empire Strikes Back. Und diesmal mit Han Solo. Moderne, Leute!